Am Beginn dieser langwierigen Zeiten haben wir die Newsletter-Frequenz erhöht, was leider nur kurz gelang. Denn aktuell sind wir ob vieler Aufträge und Anfragen schon auf der Suche nach einem zusätzlichen montagefreudigen Massivholzschreiner oder Schreinerin. Bitte geben Sie doch diesen Hinweis weiter, für Tipps wären wir dankbar. Wir freuen uns über unsere Nominierung zum Nachhaltigkeitspreis der Lambsdorff, einem der angesehensten deutschen Preise, die wir Annette Henschel, einer Küchenkundin, Designerin und Nachhaltigkeitsfachfrau, zu verdanken haben. Im Herbst ist sie diesmal nur virtuelle Preisübergabe, zu der wir Sie schon jetzt herzlich einladen. Zusammen mit einfallsreichen Kunden haben wir einen Barschrank entworfen, der für die Zubereitung von Crêpe Rinders optimiert ist. Da freut sich das Mixerherz und die Leber wundert sich. Wir haben den Lieblingsgeräten unserer Kunden, dem Teppanyaki und dem Druckdampfgarer, eine eigene Seite auf unserer Homepage eingeräumt und dort Historisches und Kulinarisches zu Ehren dieser Glücklichmacher zusammengestellt. Die vielen Tische, die wir für die ausgefallenen Werkstatttage gefertigt haben, stören nicht sehr. Nur der aus Ahorn dürfte uns gleich verlassen, weil seine eleganten Beine sich nicht entfernen lassen. Weshalb wir den Schreib- oder Esstisch in 200 x 90 cm für 1.900 € als Schnäppchen hergeben würden. Leider können Sie bei Jori unseren Lieblingsstuhl Mikuno nur noch bis September nachbestellen. Bitte zählen Sie also rechtzeitig, ob Sie noch genügend davon haben. Der Europaabgeordneten Marlene Mottler erklärte Michael Müller von der Forstbetriebsgemeinschaft Nürnberger Land bei einer Waldbesichtigung, dass sich die Möbelmacher seit ihrem Umzug nach Untergrumbach für die Hasburger Alb verdient gemacht hätten. Sie zahlten nämlich schon damals für die rotkernige Buche das gleiche wie für die saubere, was der Baumvielfalt in der Hasburger Alb zugute kam. Das von ihm erlegte Reh gab es im Anschluss als Naiswurst, als Burger und sowietgegart vom Teppanyaki. Natürlich haben wir auch für Sie das Rezept der Naiswurst aufgeschrieben. Mit der Ankersrum-Küchenmaschine ist sie ganz leicht selbst zuzubereiten. Nein, nein, das ist. Wie auch die Hollerküchler, die wir zum Vergleich frittiert und am Teppanyaki gebraten haben. Gemeinsam mit der Künstlerin Roswitha Farnsworth und ihrer genialen Modelliermasse Nona D. haben wir wieder mal der Pop-Art gefrönt und anhand aufwendiger wissenschaftlicher Studien Andy Warhols Campbell-Suppe in Szene gesetzt. Die Brasilianerin Patricia Coelho hat unserem Schlosser Robert klargemacht, wie der perfekte Standdesinfizierer aussehen muss. Ansprechend im Design, unkaputtbar und aus Franken. Auf Wunsch können wir das Modell mit Holzapplikationen noch raffiniert veredeln. Den Daydreamer im Hintergrund gibt es für große Menschen jetzt auch in der Maxi-Version. Im Dedenberger Hoftheater beginnt eine neue Spielzeit. Und der Termin für den fränkischen Sommer und die Lesung mit Dennis Scheck im Juni 2021 bei uns in Untergrumbach steht auch schon fest. Bleiben Sie gesund und munter und besuchen Sie uns in Untergrumbach. Bis bald!